Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor ich mit meiner Rede anfange, zum letzten Punkt von Ihnen, Herr Günther, es war ja ein schwungvoller Beitrag. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie bitten, sich nochmal konkret die Tagesordnung des nächsten Bildungsausschusses anzugucken, wo gerade von Regierungsfraktionen nämlich beantragt wurde, dass das, was die Landesregierung letzte Woche der Presse vorgestellt hat, im nächsten Bildungsausschuss auch im Ausschuss beraten wird. Von daher wird dieser Punkteplan schon bereits nächste Woche im Bildungsausschuss auf der Tagesordnung stehen. Für die großen Linien und den Sanierungsbedarf, den es auch darüber hinaus vielleicht noch gibt, haben wir dann sozusagen im Januarplenum noch genug Zeit und es ausgiebig zu diskutieren. Von daher laufen Ihre Vorwürfe etwas ins Leere. Schimmel in den Gebäuden, rostige Rohre im Schwimmbad und Premiumplätze auf der Fensterbank im Hörsaal. So sieht die Realität an vielen Hochschulen bei uns im Land aus. Allen voran an der größten Hochschule im Land, der Christian-Albrechts-Universität. Es ist leicht und schnell gesagt, dass der Sanierungsstau an der CAU bei über 200 Millionen liegt. Und es ist ein Skandal, in was für einem baulichen Zustand Menschen dort studieren, lehren und arbeiten müssen. Es ist doch absurd, das Erstsemester an der Christian-Albrechts-Universität heutzutage teilweise immer noch in denselben unveränderten Gebäuden studieren müssen, wie es in den 70er und 80er Jahren viele Kollegen hier im Haus getan haben. Den Hochschulen muss dringend geholfen werden und ich freue mich deshalb sehr, dass wir als Koalitionsfraktion gemeinsam damit anfangen. Und die Hochschulen reagieren ja auch sehr positiv. Die Koalition beginnt nämlich nicht nur mit der Hochschulsanierung, sondern nein, wir nehmen die Hochschulen ernst und beginnen mit dem versprochenen dialogorientierten Politikstil. Vor der Wahl haben wir gesagt, dass wir alles dafür tun werden, um mit den Hochschulen gemeinsam ihre Herausforderungen anzugehen. Und genauso ist es. Natürlich gibt es Menschen, das haben auch ja die Vorredner schon gesagt, die uns darauf hinweisen, dass 30 Millionen eine zu geringe Summe sind. Eigentlich bräuchten wir mehr. Und ja, wenn wir könnten, müssten wir wesentlich mehr in die Hochschulsanierung geben. Aber 30 Millionen sind weit mehr als ein kleiner Tropfen auf einem heißen Stein und das gerade auch an die Adresse der Opposition. Wir werden ja auch im Rahmen der Haushaltsberatung noch über das Programm Profi sprechen, was insgesamt einen Umfang von 50 Millionen hat und was zum Großteil auch sicherlich den Hochschulen zugutekommen kann. Wir zeigen damit, dass wir energetische Gebäudesanierung ernst nehmen und die Hochschulen haben erste Priorität. Doppelzüngig finde ich allerdings viele Aussagen aus der Opposition. Und ich freue mich natürlich sehr, dass von den Hochschulpolitikern von CDU und FDP hier heute erklärt wurde, dass sie sich unserem Gesetzentwurf zumindest vom Grundsatz her anschließen und da an einem konstruktiven Dialog interessiert sind. Das nehme ich ernst und das freut mich wirklich ausdrücklich. Es passt allerdings bisher wenig zu den Aussagen, die die Kollegen von Ihnen aus Ihren Fraktionen im Finanzausschuss tätigen zum Thema Neuverschuldung, zum Thema clevere Investitionen und so weiter. Und ich bin deshalb noch leicht verwirrt, ob die Hochschulpolitiker, also ob Sie, Herr Vogt, ob Sie, Herr Günther, ob Sie hier wirklich für Ihre Fraktion gesprochen haben oder ob das Ihre Privatmeinung ist. Ich hoffe, dass sich das im Laufe der nächsten Wochen während der Beratung auch noch klärt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Unterschied zu der Vorgängerregierung? Und es gibt sehr wohl deutliche Unterschiede zur Vorgängerregierung. Und das ist, dass unser Programm oder das, was wir jetzt unter dem Stichwort Sondervermögen zusammenfassen, dass das für energetische Gebäudesanierung vor allem und sozusagen ausschließlich verwendet werden soll. Und das ist ein Unterschied, ob man neue Gebäude baut unter mehr oder weniger guten Energieeffizienzrichtlinien oder ob man sagt, man will den Gebäudebestand, den wir haben, energetisch nachhaltig sanieren, um halt eben auch die hohen Energiekosten zu senken. Es geht hier nämlich eben nicht nur um hochschulpolitische Aspekte, sondern halt eben auch um Energiepolitik und um nachhaltige Finanzpolitik, die zu Einsparungen führt. Ich möchte gerne zum Ende meiner Rede auch noch was zum Thema Kooperationsverbot sagen. Wir haben alle in der letzten Legislatur uns für die Abschaffung des Kooperationsverbots eingesetzt. Das hat sich jetzt auch nicht geändert. Es war nach meiner Überzeugung strategisch vertretbar, dass die Landesregierung, gerade weil wir als Landtag einen sehr harten Beschluss gefasst haben, dass die Landesregierung im Bundesrat darauf beharrt hat, eine Komplettabschaffung des Kooperationsverbots nicht nur in Einzelaspekten, sondern insgesamt durchzusetzen.
Ich glaube aber auch, dass wir in die Situation kommen können, falls sich auf Bundesebene abzeichnet, dass das nicht durchsetzbar ist, dass wir in den Beratungen dann auch Einzelaspekte, wie beispielsweise zum Hochschulbau, dann auch dem ausklammern müssen und dann dem zustimmen müssen, um zumindest in Teilbereichen eine Verbesserung zu erzielen. Nichtsdestotrotz, der Schritt war jetzt richtig, aber es kann halt auch der Zeitpunkt kommen, wo man strategisch einen anderen Weg gehen muss. Und dieser Schritt könnte, wenn es nach mir geht, vielleicht auch schon vor der nächsten Bundestagswahl kommen, genau weil das Problem so gravierend ist. Ich würde mir abschließend kurz wünschen, gestern habe ich 7 Minuten eingespart bei meiner Redezeit, dass wir vielleicht, wenn wir die Lesung im Finanzausschuss haben, vielleicht auch im Bildungsausschuss, dass man die Sitzung vielleicht sogar mal in Hochschulgebäuden abhält, damit wir alle vor Ort uns auch nochmal die Situation angucken können. Das, glaube ich, würde uns allen nicht schaden und wäre auch ein starkes Signal an die Hochschulen. Schönen Dank.